السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seien auf unseren Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Erst einmal danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns wieder einmal zu Gast aufgenommen hat in einer seiner Häuser. Und wir bitten ihn, Azza wa Jal, dass er diese Sitzung segnet, sodass wir aus dieser Sitzung hervorgehen mit gestärktem Iman, vermehrtem nützlichen Wissen und vergebenen Sünden. Als nächstes möchte ich mich bedanken bei den Geschwistern, die mich eingeladen haben zu diesem Vortrag. Die Geschwister, erster Linie Sheikh Amin, Jazakallah Khairan, und die Geschwister aus dem Vorstand, möge Allah subhanahu wa ta'ala es in die Waagschale ihrer guten Taten legen. Meine lieben Geschwister, wenn wir uns unterhalten über den Koran al-Karim, dann unterhalten wir uns über das Wertvollste, was wir überhaupt von Allah tabaraka ta'ala erhalten haben. Es sind seine Worte, Kalamullah. Seine Worte gleichen nicht den Worten der Menschen. Und die Vorzüglichkeit der Worte Allahs Azza wa Jal gegenüber den Worten der Menschen ist gleich der Vorzüglichkeit Allahs Azza wa Jal gegenüber den Menschen. Wenn wir uns über den Koran al-Karim unterhalten, unterhalten wir uns über dasjenige Buch, in dem sich unser Stolz und unser Ruhm befindet, wie Allah sagte, fihi dhikrukum, darin befindet sich euer Stolz. Je mehr man sich an diesem Koran festklammert, desto höher steigt man bei Allah auf. Und je mehr Abstand man nimmt von diesem Buch, desto mehr Abstand nimmt man von Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Die Zeit ist knapp. Wir möchten, inshallah ta'ala, heute eine Reise machen in die Vergangenheit. Und wie wir wissen, wurde uns der Koran al-Karim auf eine Art und Weise überliefert, sodass wir uns sicher sind, dass das, was wir heute lesen, genau derselbe Koran ist, den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelesen hat und die Sahaba radiallahu ta'ala an. Wenn wir uns heute unterhalten über die Überlieferung des Koran, die Echtheit des Koran, möchten wir uns speziell eine Form der Überlieferung anschauen. Wir wissen, der Koran wurde uns mündlich überliefert, was zweifellos die wichtigere von beiden Überlieferungsarten ist. Aber der Koran wurde uns auch schriftlich überliefert. Und wir möchten heute uns auf diesen Teil beschränken bzw. konzentrieren. Und unser Ziel ist es nämlich, wie angekündigt, wir möchten uns hocharbeiten, was unsere eigenen Informationen jetzt angeht im Vortrag, bis wir inshallah ta'ala zu einem von vielen handgeschriebenen Koran-Exemplaren kommen. Und wir möchten uns dieses ein bisschen genauer anschauen und dadurch eine Reise ungefähr 1350 Jahre zurückmachen. Die überspringen wir einfach so im Nu, dadurch, dass wir uns etwas anschauen, was uns alhamdulillah über viele Jahrhunderte erhalten geblieben ist. Und bevor wir aber natürlich dahin kommen, gibt es ein paar Informationen, die wir uns anschauen müssen. Also wir müssen sicher sein, dass wir alle über das Gleiche sprechen. Meine lieben Geschwister, der Koran al-Karim, diese Worte hat der Prophet alayhi salatu wassalam durch Wahi bekommen, durch Eingabe bekommen. Er hat also kein Buch in die Hand gerückt bekommen, im Sinne eines Blattes, auf dem etwas geschrieben steht, sondern ihm wurden Worte vorgesagt.
Ihm wurden Worte eingegeben, auf verschiedene Art und Weisen, aber es ist eine mündliche Eingabe, wenn man das so sagen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir verstehen, dass der Koran die Worte Allahs sind, die er seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam in sein Herz eingegeben hat. Warum ist das so wichtig? Weil irgendwann einmal im Laufe der Geschichte wollte man diese Worte, die Allah gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala, die wollte man schriftlich festhalten. Und dann ist nämlich die Frage, was war zuerst da, was ist für uns entscheidend, was ist für uns wichtig und wichtiger. Und hier sehen wir schon von der Reihenfolge her, dass das, was der Prophet a.s.w. gesprochen hat, das ist der Koran. Das, was wir niedergeschrieben haben, ist quasi, wenn man das liest, dann hat man den Koran gelesen, richtig? Geschrieben ist der Koran, zweifellos. Aber entscheidend ist, wir wollen ihn ja sprechen. Der Koran ist etwas Gesprochenes. Und deswegen auf Arabisch, Koran bedeutet, für diejenigen von euch, die auch Arabisch sprechen, bedeutet Lesung. Man kann auch sagen Qira'a. Vielleicht viele von euch haben das Wort Qira'a gehört. Die Lesung oder das Lesen oder die Vorlesung oder was auch immer. Und Koran ist sprachlich gesehen genau das Gleiche. Das ist von der Sprache her. Ansonsten religiös gesehen, wenn wir natürlich das Wort religiös betrachten, da kann man das auf verschiedene Arten definieren, aber letztendlich ist der Koran das Wort Allahs subhanahu wa ta'ala, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letzte Offenbarungsschrift eingegeben wurde, alaihi salatu wasallam. Und die Definition, der eine fügt noch was hinzu, der andere lässt was weg. Am Ende des Tages ist der Koran das, was wir heute im Salah lesen. Yani wir alle wissen eigentlich, was gemeint ist. Und manchmal ist etwas, was klar und deutlich ist, zu definieren. Das Definieren davon macht die Sache nur komplizierter. Ja? Wie man sagt, versuch mal das Wort Wasser, versuch mal Wasser zu definieren. Ja? Jeder weiß, was Wasser ist, aber das zu erklären ist sicherlich schwieriger. Wie bereits angedeutet, ist die Bewahrung des Koran Karim von damals bis heute und auch in Zukunft ist schriftlich und mündlich. Und beides ist wichtig und beides ist für uns relevant, aber wir möchten uns inshallah ta'ala die schriftliche Sache genauer anschauen. Ein kurzer Exkurs, wie ist der Koran zu uns gekommen? Erst einmal, wir als Muslime müssen wissen, Allah Azza wa Jal ist derjenige, der den Koran bewahrt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Bewahrung des Koran versprochen. Er sagte, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben al-dhikr herabgesandt. Al-dhikr ist einer der Namen des Koran. Al-dhikr ist einer der Namen. Al-dhikr ist die Ermahnung, das Gedenken. Ja? Und die Erinnerung. Und Allah sagt sinngemäß, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung als Offenbarung hinabgesandt haben und wir werden wahrlich Erhüter sein. Das heißt, sei sicher, der Koran ist bewahrt. Der Koran ist bewahrt vor jeglicher Veränderung. Der Koran ist bewahrt davor, dass etwas hinzugefügt wird, dass etwas ausgetauscht wird, dass etwas ausgelassen wird. All diese Sachen der Koran ist davor bewahrt. Was heißt das? Und das ist auch eine wichtige Sache, die wir später sehen werden. Was heißt das? Das bedeutet, liebe Geschwister, sobald irgendwo jemand zum Beispiel einen Koran schreibt oder einen Koran druckt oder ihn liest, und macht dabei einen Fehler, wissen wir sofort, das ist er falsch. Wir wissen, wie es richtig ist und wir wissen, wie es falsch ist, sofort. Also ich wiederhole noch einmal, die Bewahrung des Koran bedeutet, dass wir immer wissen, was ist Koran und was ist nicht der Koran, was ist falsch. Weil wenn ich jetzt, wenn wir unter uns, wir haben bestimmt viele Leute, die den Koran auswendig können, Hafiz. Wenn er jetzt im Salah liest, kann es sein, dass er einen Fehler macht? Natürlich kann es sein, Fehler. Wenn ich einen Koran schreibe, wenn ich eine Tafel schreibe und schreibe eine Seite, also kann es sein, dass ich dabei einen Fehler mache? Natürlich kann es sein. Wenn ich einen Koran drucken lasse in einer Druckerei mit 604 Seiten, kann es sein, dass da ein Druckfehler passiert? Natürlich kann es sein. Ist in der Vergangenheit passiert, passiert heutzutage noch, das passiert. Aber was ist das Entscheidende? Wir wissen, dass es falsch ist. Wir sind uns nicht uneinig. Wir sagen nicht, Wallah, ich weiß nicht, wird das Wort so geschrieben oder so gesagt, wird so gesprochen. Nein, nein, wir sind uns einig, wir wissen, das ist Koran und das ist kein Koran. Diese Information merkt ihr euch, damit wir inshallah darauf aufbauen, in den Allah azza wa jalla.
Allah tabaraka wa ta'ala, kurzer Exkurs, Allah azza wa jal hat den Koran gesprochen und in Al-Lawh al-Mahfuz niedergeschrieben. Al-Lawh al-Mahfuz ist eine Tafel bei ihm, subhanahu wa ta'ala, über die er sagte, ma farratna fil kitabi min shay. Das heißt, wir haben im Buch nichts ausgelassen, wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Das ist ein Buch, das ist nicht der Koran, das ist Al-Lawh al-Mahfuz, eine Tafel bei Allah azza wa jal, in der Allah tabaraka wa ta'ala aufgeschrieben hat, was geschehen wird bis zum Tag der Auferstehung. Und zweifellos ist der Koran Teil des Ganzen. 50.000 Jahre bevor Allah Himmel und Erde erschaffen hat, sagte er zum Schreibrohr, schreib. Es fragte, was soll ich schreiben? Er sagte, schreib alles auf, was bis zum Yawm al-Qiyamah passieren wird. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma interpretierte diese Ayah, er sagte, wir haben nichts ausgelassen, ohne es in der Urschrift des Buches aufzuzeichnen. Urschrift des Buches, yani Al-Lawh al-Mahfuz. Danach springen wir auf jetzt ein paar zigtausend Jahre nach vorne. Allah Azza wa Jalla hat den Koran herabgesandt von diesem Al-Lawh al-Mahfuz, von dieser wohlbewahrten Tafel, zum untersten Himmel. Zum untersten Himmel, Al-Bayt al-Izzah. Dort gibt es im untersten Himmel gibt's ein Haus, das heißt das Haus des Stolzes oder der Macht oder des Ansehens. Ja? Und in diesem, von Allah bis zu diesem Haus, ist in Laylat al-Qadr in einer Nacht der gesamte Koran herabgesandt worden. Das heißt, wenn wir im Koran irgendwo lesen, dass der Koran herabgesandt worden ist als Ganzes, dann wissen wir, gemeint ist in dieses Haus, in As-Sama' al-Dunya, im untersten Himmel. Und wenn wir irgendwo lesen, dass der Koran nach und nach auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist, dann wissen wir, dass das nach und nach gemeint ist von diesem Haus im untersten Himmel bis zum Herzen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, der Koran wurde der wohlbehüteten Tafel Al-Lawh al-Mahfuz entnommen und in das Haus der Macht, Baytul Izzah, im untersten Himmel gesetzt. Danach stieg Jibril alaihi salam nach und nach mit ihm zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hinab und trug ihn wohlgeordnet vor. Und das lesen wir auch im Koran. Einen Koran haben wir dir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Der Koran al-Karim ist ein besonderes Buch, nicht nur weil es das Wort Allahs ist, sondern weil es eine besondere Stellung einnimmt unter den Offenbarungsbüchern. Das heißt, wir haben verschiedene Bücher, die Allah herabgesandt. Allah hat die Tora herabgesandt, das Evangelium herabgesandt auf Isa a.s. Er hat die Psalmen herabgesandt. Diese Bücher sind verschiedene Offenbarungsschriften, aber der Koran nimmt eine besondere Stellung ein. Es ist das Beste aller Bücher. Und es ist ein besonderes Buch in der Hinsicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass die Araber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, genauso wie die Deutschen heutzutage, die einen sprechen Hessisch, die anderen sprechen Pfälzisch, die anderen sprechen Schwäbisch, verschiedene Dialekte, genauso auch die Araber damals haben verschiedene Dialekte gesprochen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran al-Karim auch herabgesandt in verschiedenen arabischen Dialekten damals. In verschiedenen arabischen Dialekten. Und Dialekte, liebe Geschwister, da gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Also zwischen einem Dialekt und einem anderen Dialekt. Zum Beispiel zwischen Hessisch und, sage ich mal, Schwäbisch. Einmal ist es die Aussprache und einmal ist es das Vokabular. Das heißt, manchmal benutzt man in einem Teil des Landes ein anderes Wort als in einem anderen Teil des Landes. Und manchmal ist die Aussprache unterschiedlich. Manchmal ist es ein anderer Ausdruck, manchmal ist es eine andere Aussprache. Ich möchte nicht auf die deutschen Sachen so jetzt eingehen, deswegen sparen wir uns die Zeit. Aber der Prophet ﷺ sagte nämlich im Hadith, wahrlich, dieser Koran wurde in 7 Harf herabgesandt, so lest, was euch davon leicht fällt. Das heißt, es wurde auf 7 Arten herabgesandt, verschiedene Möglichkeiten, den Koran zu lesen, und lest, auf welche Art euch davon leicht fällt. Warum ist das wichtig für uns? Weil
unter anderem, weil das erleichtert uns auch das Bewahren des Koran. Das heißt, ob ich den Koran im Dialekt des Propheten lese, der Prophet war aus Quraysh, wir wissen, stammt der Quraysh, wenn ich in diesem Art lese, oder in einem anderen Dialekt, der mir vielleicht eher liegt, ist kein Problem. Hauptsache, ich lerne den Koran und ich lese ihn und bete Allah Azza wa Jal dadurch an. Das ist so viel dazu. Hier ist eine Geschichte. Der Prophet a.s. erzählt uns, ich kürze die Geschichte ein bisschen ab, der Prophet a.s. sagt, nachdem man ihm zu ihm sagte, wahrlich Allah befiehlt dir, den Koran deiner Gemeinde in einem Harf zu lesen, also auf eine Art zu lesen. Da sagte der Prophet a.s. zu Jibril, ich bitte Allah um Wohlbefinden und seine Vergebung. Meine Gemeinde vermag dies nicht zu leisten. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie heutzutage, wenn du jemandem aus Norddeutschland sagen würdest, ab jetzt sprichst du Deutsch oder liest du Deutsch oder sprichst du aus Deutsch wie einer aus Süddeutschland. Oder umgekehrt. Weil das ist eine Sache, die vermag ein Mensch kaum zu machen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gebeten, bis Allah ihm erlaubte, auf 7 verschiedene Arten zu lesen. Alayhi salatu wassalam. Und das gehört zur Rahma, zur Barmherzigkeit des Propheten alayhi salatu wassalam. Durch sein Bittgebet, durch sein Bitten Allahs, hat Allah uns das erleichtert. Genauso wie der Prophet alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal, nachdem erst 50 Gebete auferlegt worden sind, gebeten hat darum, dass die Gebete erleichtert werden, genau das gleiche hat er mit dem Lesen des Edlen Koran al-Karim gemacht. Und deswegen sagte der Prophet a.s.w. Jibril lehrte mich das Lesen des Koran in einem Harf, also auf eine Art, dann verlangte ich so lange mehr und er gab mir mehr, bis er bei 7 Harf angelangt war. Das ist aus diesem Hadith entnehmen wir wichtige Informationen. Nummer 1, dass das alles von Allah ist. Jede Art zu lesen ist von Allah Azza wa Jal. Jede Art zu lesen des Koran Karim ist von Allah. Vielleicht kennen von euch manche, die am meisten weit verbreitete Lesart zu lesen, ist die von Hafs ibn Suleiman über Asim. Die meisten Menschen auf der Welt lesen das, weil das ist von Allah Azza wa Jal. Manche lesen, nach der Lesart Warsh über seinen Imam Nafi', das ist ebenfalls von Allah Tabaraka wa Ta'ala herabgesandt worden. Zweitens, aus dieser Überlieferung lernen wir, dass sie einander ersetzen. Das heißt, ob ich so lese oder so lese, ich habe den Koran gelesen. Wenn ich die Fatiha lese, bis Surat An-Nas, auf eine Art, auf eine einzige Art, von allen möglichen Arten, habe ich den Koran gelesen. Und genauso, wenn die islamische Umma den Koran al-Karim auf eine Art bewahrt, hat sie den edlen Koran bewahrt. Weil das erleichtert den Muslimen das Auswendiglernen, das erleichtert den Muslimen das Lehren, das erleichtert den Muslimen die Bewahrung des edlen Koran al-Karim. Und auch ganz wichtige Eigenschaft, sie widersprechen sich nicht. Also es gibt keine Art zu lesen, wo es sagt zum Beispiel, das ist halal und dann andere Art sagt, das ist haram. Das gibt es nicht. Sondern das alles ist von Allah tabaraka ta'ala und widerspricht sich nicht. Und jetzt kommen wir schon zur Zeit nach der Offenbarung. Also damit meine ich, jetzt hat der Prophet a.s. einen Vers offenbart bekommen. Was hat er gemacht? Er hat seinen Freunden den Vers zu lesen beigebracht und hat ihnen angeordnet, aufzuschreiben. Er hat beides gemacht. Und er sagte, schreibt über mich nichts auf von dem, was ich sage. Und wer etwas anderes als den Koran von mir aufschreibt, der soll es wegwischen. Am Anfang hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das betont. Er wollte, dass die Leute den Koran bewahren. Bis sie irgendwann mal ein Gefühl entwickelt haben dafür, was Koran ist und was ein Hadith ist. Später haben sie auch dann Hadithe aufgeschrieben. Aber das Erste, womit man sich beschäftigen sollte, ist der Koran kennen. Was macht keinen Sinn, dass sie sich mit den Aussagen des Propheten beschäftigen, aber nicht mit dem, was Allah tabaraka ta'ala als das Wertvollste überhaupt in dieser Dunya herabgesandt hat. Weil deswegen, dieser Hadith zeigt schon, die Leute haben schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran al-Karim aufgeschrieben. Das ist eine sehr wichtige Information, die wir in vielen Hadithen sehen werden.
Das ist eine längere Überlieferung, in der Zayd ibn Thabit, liebe Geschwister, ist eine sehr wichtige Schlüsselfigur in der islamischen Geschichte, beziehungsweise er hat große Errungenschaften. Und eine der besonderen Errungenschaften Zayd radiallahu anhu war einer der Schreiber, einer der persönlichen Sekretäre und Schreiber des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam in den Genuss, dass Allah tabaraka ta'ala offenbarte, während Zayd beim Propheten war alaihi salatu wasallam. Und hier sehen wir das. Zayd ibn Thabit erzählt selbst, ja, wie heißt es, er sagt: Ich befand mich einmal neben dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als ihn die Ruhe bedeckte. Ruhe ist As-Sakina, das ist eine Umschreibung für die Offenbarung, wenn sie kam. Weil die Offenbarung, wenn sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, versetzte sie ihn in einen Schlafzustand, alaihi salatu wasallam. Und deswegen wurde sie As-Sakina genannt. Er sagt jetzt, Zayd sagt, der Oberschenkel des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fiel auf meinen. Und ich hatte das Gefühl, es gibt nichts Schwereres als den Schenkel des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Also das ist auch eine sehr wichtige Information, liebe Geschwister, gerade für Leute, die nicht glauben. Also für Leute, ihr wisst, wenn jemand nicht an den Koran glaubt, dass er von Allah azza wa jalla ist, dann braucht er eine Erklärung, von wo er herkommt, richtig? Dann sagt er, okay, da kommt er von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, richtig? طيب. Und was ist mit dieser Schwere in dem Moment, die er verspürt hat? Die Sahaba, die waren auch Menschen vernünftig, wollten auch die Wahrheit wissen und der Wahrheit folgen. Okay? Die lassen sich auch nicht von jemandem reinlegen, wie Musaylima gemacht hat, der Lügner, der auch behauptet hat, Offenbarung bekommen. Weil die Sahaba, sie spüren quasi, wie die Offenbarung zum Propheten kommt, alayhi salatu wassalam. Wie dem auch sei, um das abzukürzen, er sagte, am Ende, weil er hat dann den Vers aufgeschrieben, so sandte Allah diesen Vers als einen Vers herab, ein Vers aus Surat An-Nisa 95. Ich schrieb dann, der Vers wurde in zwei Teile offenbart, einen ersten Teil, und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala etwas weiteres hinzugefügt in diesen Vers. Da sagte Zayd, so sandte Allah diesen Teil als alleine herab, ich schrieb den neuen Teil an seine vorgesehene Stelle. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, als würde ich gerade ihre Stelle beim Schlitz des Schulterblattes vor mir sehen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, wir haben damals auf Knochen geschrieben. Wir haben auf Knochen geschrieben und die Knochen, wie ihr wisst, die sind ja nicht sehr nützlich zum Schreiben, außer das Schulterblatt. Das Schulterblatt ist relativ glatt und sie haben das von Tieren genommen und haben darauf ihre Notizen gemacht und im Koran geschrieben. Weil das ist einer von vielen Hadithen über die Schreibung des Propheten, über die Schreibung des Koran zu sein. Zayd erzählt uns in einer anderen Überlieferung. Er sagte, ich pflegte die Offenbarung für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam niederzuschreiben. Es war für ihn sehr anstrengend und er schwitzte stark, so stark, dass er Schweiß auf der Stirn hatte wie Perlen. Wenn es aufhörte, das heißt, wenn die Offenbarung aufhörte, schrieb ich, während er mir diktierte. Wenn ich fertig war, sagte er, lies, dann las ich und wenn ich etwas zu schreiben vergessen hatte, korrigierte er es. Also hier sehen wir, der Prophet a.s. diktiert Zayd, was er schreiben soll. Bevor Zayd jetzt den Menschen erzählt, was Allah offenbart hat, kommt erst das Lektorat. Es gibt eine Korrektur, es gibt eine Überprüfung. Er sagt, Zayd, lies mir vor, was du aufgeschrieben hast. Wenn darin ein Fehler war, etwas ausgelassen hat zu schreiben, dann hat das korrigiert und nach der Korrektur ging er zu den Menschen und erzählte ihnen den Koran Al-Karim. Weil das ist alles zur Zeit des Propheten. Warum Zayd ibn Thabit unter anderem? Alle vier Khulafa übrigens waren Schreiber des Propheten. Aber Zayd radiallahu anhu war ein Nachbar des Propheten. Was für eine gewaltige Errungenschaft. Er sagte, ich war sein Nachbar. Wenn eine Offenbarung kam, sandte er nach mir und ich kam dann zu ihm und schrieb die Offenbarung auf. Sallallahu alaihi wasallam. Jetzt machen wir einen historischen Sprung
in eine Zeit nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar in die Zeit von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala. Nachdem der Prophet gestorben war, war klar, es wird jetzt nichts Neues mehr kommen vom Koran. Richtig? Also ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, in dem wir wissen, was alles Koran ist. Und jetzt können wir den Koran in ein ganzes Buch schreiben, in ein Buch reinschreiben. Wir können jetzt ein Buch schreiben und darin den gesamten Koran schreiben. Das war erst möglich nach dem Tode des Propheten. Vorher war nicht möglich, weil hätte ja noch was herabgesandt werden können. Und Abu Bakr radiallahu anhu und die anderen Sahaba beauftragten Zayd radiallahu anhu, dass er diese Aufgabe übernehmen solle. Er soll den gesamten Koran als ein Buch zusammenstellen. Man nennt das die Sammlung, Jam'ul Quran, die Sammlung des Koran zur Zeit von Abu Bakr radiallahu anhu. Er erzählt uns, eine Überlieferung von mehreren, sagte, dann begann ich, dem Koran nachzugehen. Ich sammelte ihn von Papierfetzen, Schulterblättern, Palmzweigen und von dem, was die Männer auswendig kann. Ja, also hat schon damals sich geschützt auf beides. Du hast was aufgeschrieben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist für mich relevant. Du hast etwas auswendig gelernt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, erzähl mir, ich schreibe es für dich auf. Wie schrieb er auf damals, liebe Geschwister? Wie schrieb er auf? Er schrieb in der Rechtschreibung auf, wie es damals üblich war. Die Rechtschreibung damals ist nicht wie die Rechtschreibung heute. Rechtschreibungen nehmen eine Entwicklung durch und die hört auch nicht auf. Also bis zur heutigen Zeit findet man auch in anderen Sprachen, deutschen Sprachen, gibt es immer wieder Rechtschreibreformen, die Rechtschreibung ändern sich. Ja? Was ich damit sagen will, ist, die Rechtschreibung des Koran al-Karim, die Ulama haben verschiedene Meinungen darüber, ob sie göttlich vorgegeben ist oder nicht göttlich vorgegeben ist. Die erste Ansicht, und das scheint auch die Ansicht der meisten zu sein, dass sie nicht göttlich vorgegeben ist. Das heißt also, die Sahaba haben den Koran so aufgeschrieben, dass wenn sie es ablesen, lesen sie genauso, wie der Prophet gelesen hat, sallallahu alaihi wasallam. Sehr schön. Das heißt, sie schreiben etwas auf, wenn sie das nachher ablesen, lesen sie das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und warum sagen das viele Ulama, rahimahullah ta'ala? Weil wir wissen, als erstes unser Prophet, a.s.w., konnte er lesen und schreiben. Also kann er nicht die Rechtschreibung vorgegeben haben. Also in diesem Sinne kann er sie nicht vorgegeben haben, dass er gesagt hat, schreib so bitte das Wort Al-Layl so, Alif, Lam, Ya, Lam. Heute jeder Araber würde schreiben, Alif, Lam, Lam, Ya, Lam. Okay? Aber im Koran steht es nicht so geschrieben. Auch wenn wir wollen ja zu koranischen Manuskripten kommen, Manuskripte sind Handschriften, alte Handschriften kommen. Wenn wir die alten Handschriften anschauen, sehen wir auch sehr viele unterschiedliche Arten von Rechtschreibungen, die unterschiedlich geschrieben worden sind. Ja? Also in manchen alten Exemplaren findest du zum Beispiel das Wort Hatta. Hatta auf Arabisch heißt zum Beispiel unter anderem bis oder sogar. Ja? Hatta schreibt man im Arabischen, wie schreibt man, wer weiß im Arabischen? Ha. Und dann? Alif Maqsura, yani ein Ja. Halas? Ein Ja. Aber in vielen alten Manuskripten findest du auch Hata und ein? Was denkst du? Ein Alif. Weil es wird so Hatta gesprochen. Also warum dann das Ja? Okay? Ist ja auch gehobst wie gesprungen. Schreibst du mit Ja oder mit Alif, sag ich, egal. Am Ende, was musst du machen? Du musst sagen Hatta. Wir sind uns über das Ergebnis einig, richtig? Aber ob du jetzt zu Hause dir aufschreibst mit Ja oder mit Alif, tut nicht viel zur Sache, weil der Koran ist das, was der Prophet gesprochen hat, a.s. Du kannst auch in deutschen Buchstaben schreiben. Hauptsache am Ende sprichst du Hatta. Richtig? Tamam. Wir sehen die alten Handschriften, die haben verschiedene Rechtschreibungen. Wir werden das sehen, inshallah ta'ala. Und jeder hat eigentlich den Koran für sich persönlich immer so aufgeschrieben, wie er ihn liest. Wie er ihn liest. Und ich mache jetzt einen kleinen Sprung an Informationen, weil ich es an dieser Stelle gerne erwähnen wollte. Wer das nicht versteht, inshallah wird es später verstehen, bi'idhnillah azza wa jal. Aber wir lesen im Koran al-Karim, wir haben gesagt, wir lesen meistens nach der Lesart von Hafs an Asim. Weiß jemand, aus welcher Gegend
in Arabien dieser Imam herkam? Ja? Genau, aus dem Irak, genau gesagt aus Kufa, aus einer Stadt, heißt Kufa. Das ist übrigens eine Region, Kufa ist eine Stadt im Irak, ja, ist eine Region, in die, ich habe eine Information, nehme ich jetzt vorweg, ja, die werde ich später nochmal erwähnen, aber ich brauchte sie halt jetzt in dem Moment, ist eine Region, in der der Khalifa Uthman radiallahu ta'ala anhu zu seiner Regierungszeit etwa im Jahr 30 bis 35 nach Hijra einen Koran geschickt hat, einen Mushaf geschickt hat. Okay? Und wir lesen diesen Mushaf, der damals dorthin geschickt worden ist, eins zu eins, bis auf vier Stellen. Bis auf vier Stellen. Die lesen wir nicht so, wie Uthman nach Kufa geschickt hat, sondern wie Uthman woanders hin geschickt hat. Ich kurze mal an dieser Stelle ab. Wer auf Arabisch das lesen kann hier, der wird, das, wird mehr Informationen haben. Aber entscheidend ist, wir lesen den Koran Karim, oder wir schreiben den Koran Karim schon immer so auf, wie wir ihn lesen. Wie wir ihn lesen. Wie wir ihn vom Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen gehört haben. So schreiben wir ihn auf. Entscheidend ist eben nicht, dass was man mir wie heißt es, schriftlich vorgibt, sondern entscheidend ist das, wie ich es gelernt habe zu lesen. Das ist sehr wichtig, weil diese Information, jeder von euch, der ein bisschen Arabisch gelernt hat, ich habe euch gerade eben das Wort Hatta erzählt. Ein Bruder hat gerade gesagt, das Wort Hatta schreibt man Hatta und Ja, richtig? Aber keiner liest Hatti. Versteht ihr? Das ist nicht wichtig, wie es geschrieben ist. Wichtig, wie ich spreche. Okay? Und deswegen habe ich gesagt, die mündliche Überlieferung des Koran, das heißt, so wie dein Lehrer es dir beibringt, so wie er es von seinem Lehrer beigebracht hat, bekommen hat, so wie er es wiederum von seinem Lehrer beigebracht bekommen hat, bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist das für uns eigentlich Relevante. Und man findet tatsächlich im Koran al-Karim, in dem, wie die Sahaba radiallahu anhum damals im Koran geschrieben hat, Wörter, die würden wir heute anders schreiben. Die würden wir heute anders schreiben. Schauen wir uns ein paar Beispiele dazu an. Hier, Allah Azza wa Jalla sagte in Surat Saba, وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا سَعَوْا. Das Wort سَعَوْا. Wer von euch, wem fällt euch etwas auf bei dem Wort? Natürlich, jetzt die Frage gilt an die Geschwister, die ein bisschen ABC vom Arabisch kennen. Was ist das A1, A2? Ich trinke so lange meinen Tee. C2. Dann die Araber. Nichts, fällt euch nichts auf im Wort Sa'u? Ich würde am Ende Alif schreiben. Barakallahu fik. Also im Arabischen, das ist die Vergangenheitsform vom Verb Sa'a. Sa'a heißt unter anderem schnell gehen. Ja? Und Sa'u heißt, sie sind schnell gegangen, ja? Oder beeilen. Und dann würde man am Ende Alif schreiben. Ist auch im Koran an vielen Stellen der Fall. Also an vielen Stellen im Koran ist dieses, ich nenne es mal Plural Alif, da. Nur hier nicht. Die Frage ist, warum? Die Frage halten wir im Hinterkopf, ohne sie zu beantworten. Ich möchte nur darauf hinweisen. Ein weiteres Beispiel, guckt euch mal dieses Wort hier an. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen lesen üben, ja, weil wir werden gleich noch ein paar kompliziertere Sachen anschauen. Guckt euch mal dieses Wort an. Allah sagte, Azza wa Jal, Suleiman, als er sauer war auf den Vogel, weil er nicht zurückkam, was sagte er? لَأَذْبَحَنَّهُ. Ich werde ihn schlachten. Und was fällt euch bei diesem Wort auf? لَأَذْبَحَنَّهُ. Da ist hier ein Alif zu viel. Ja? Da ist ein Alif zu viel. Was heißt Alif zu viel? Heißt, das Alif spricht man nicht aus. Die Frage, warum ist es da? Frage behalten wir im Hinterkopf. Okay? Ohne sie zu beantworten. Aber es ist zu viel, das heißt, in der Aussprache brauche ich es nicht. Ja? Gibt es im Deutschen manchmal Wörter, Wörtern, Buchstaben, die da sind, die ich nicht ausspreche? Also verständlich. Okay? Verständlich. Deswegen also, das gibt es nicht nur im Arabischen. Aber warum ist es in diesem Fall hier der Fall? Allahu a'lam. Lassen wir erstmal die Frage offen. Gucken wir dieses Wort an. Was heißt auf Arabisch Nacht? Layl. Lam, ja, Lam. Aber wenn ich die Nacht sage, Al-Layl, dann müsste ich zwei L hintereinander haben. Al-Layl. Habe ich aber im Koran nicht. Ich habe nur ein Lam.
Warum? Lass mir die Frage offen. Deswegen haben manche Ulama gesagt, ein Grund natürlich, weil man die Frage nicht so gut beantworten kann. Es gibt Erklärungsversuche, aber sie sind nicht so, sie funktionieren nicht immer. Deswegen haben manche Ulama gesagt, das ist göttlich vorgegeben. Wir wissen nicht, warum es der Fall ist, aber so haben die Sahaba es in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben und deswegen schreiben wir es genauso. Das nennt man Iqrar. Iqrar bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas stillschweigend akzeptiert. Er hat weder gesagt, es ist falsch, noch gesagt, es ist richtig, aber weil er nicht gesagt hat, falsch, bedeutet es für uns, dass es richtig ist. Tamam? Weil das ist eine Begründung. Und wir finden auch in den Koran-Exemplaren, die die Sahaba radiallahu anhum damals geschrieben haben, unterschiedliche Rechtschreibungen. Also wir werden gleich sehen, Uthman radiallahu anhum hat verschiedene Manuskripte anfertigen lassen, hat sie in verschiedene Städte geschickt und die waren nicht alle gleich, was die Rechtschreibung angeht. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir sehen hier das Wort hier. Wala awda'u. Das ist aus dem Mus'haf, den wir lesen meistens. Das ist der aus Kufa, Medina, Asham. Ja. Dieses Wort, wala awda'u, vergleich das mal mit dem Wort wala awda'u hier oben. Was ist der Unterschied? Das Alif wieder. Wie beim Wort la adbahannahu, richtig? Das ist der Mus'haf aus Basra. Das ist der Mus'haf aus Basra, da finden wir ein Alif hinzugefügt und es wird auch nicht gesprochen. Das heißt, die Rechtschreibung war nicht gleich. Deswegen, das stärkt eben die Annahme, dass die Sahaba radiallahu anhu den Koran so geschrieben haben, wie man damals Arabisch geschrieben hat. Und wenn es mehr als eine Möglichkeit gab, da kann es auch durchaus sein, dass sie mal so geschrieben haben und mal so geschrieben haben. Weil die Sache ist nicht so streng, die ist locker. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, zu seiner Zeit hat man den Koran gesammelt in einem einzigen Exemplar. Das nennen wir ab jetzt das Exemplar, den Mus'haf von Abu Bakr. Das nennen wir jetzt den Mus'haf von Abu Bakr. Das ist das erste Mal in der islamischen Geschichte, wo es einen ganzen Koran gibt. Geschrieben in einem Buch. Das ist der Mus'haf von Abu Bakr. Als Abu Bakr radiallahu anhu starb, warum hat er das gemacht? Weil es gab eine Schlacht und da sind viele Huffaz, also viele Leute, die Koran auswendig kann, sind gefallen. Und man befürchtete, dass vieles vom Koran verloren hätte gehen können. Und so hat man sich beeilt, den Koran zu sammeln. Ja, und dann hat man ihn aufgeschrieben und in Medina gelassen, beim Khalifa Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr starb 2 Jahre nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Mus'haf wurde weitergegeben an Umar radiallahu anhu, an den nächsten Khalifa. Umar radiallahu anhu starb, er vererbte den Mus'haf weiter an Uthman radiallahu ta'ala. So, jetzt mache ich einen Cut. Was danach passiert ist, sage ich euch nur, wenn ihr mich nachher daran erinnert. Wenn nicht, dann sage ich nicht. Das ist zur Zeit von, jetzt kommen wir zur Zeit von Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu ist ein besonderer Sahabi, unter anderem deswegen, weil der Prophet a.s.w. ihn verheiratet hat mit 2 seiner Töchter. 2. Ja, aber ich dachte, man darf nicht mit 2 Schwestern gleichzeitig verheiratet sein. Die Frage lasse ich offen, beantworten wir später für dich. Tayyib. Was ist zur Zeit von Uthman passiert, radiallahu anhu? Wieder zur Zeit von Uthman gab es ein neues Ereignis. In manchen Regionen der islamischen Welt, also zur Zeit Uthman, von Umar und Uthman, gab es viele Eroberungszüge. Und es gab ein Problem, ist aufgetaucht. In manchen Regionen haben die Leute den Koran unterschiedlich gelesen und sie wurden sich uneinig im Lesen. Der eine sagte, meine Art zu lesen ist richtig, der andere sagte, nein, meine Art zu lesen ist richtig. Und es gab eine Fitna, es gab eine Unruhe, ja. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn Unruhe besteht in Bezug auf das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Dann hat Uthman radiallahu anhu Folgendes gesagt. Er sagte zu Hafsa, weil Umar, als Umar starb,
dieser Mus'haf von Abu Bakr ging zu Hafsa radiallahu anha. Okay? Als Umar starb, ging er zu Hafsa. Warum zu Hafsa und nicht zu Uthman? Er ist doch der Khalifa nach Umar, oder nicht? Und Hafsa hat einen Pluspunkt. Sie ist nicht nur, gehört nicht nur zu den Sahaba, sondern sie ist unsere Mutter, radiallahu ta'ala anha. Und sie ist die Tochter von Umar. Also sie hat, mashallah, mehrere Pluspunkte. Auf jeden Fall blieb dieser Mus'haf im Haus von Hafsa, radiallahu ta'ala anha. Hafsa ist die Tochter von Umar und die Schwester von Abdullah. Das merken wir uns zu spät. Deswegen sagte Uthman zu Hafsa, zur Mutter der Gläubigen, sagte zu seiner Mutter, schicke uns die Schriftblätter, schicke uns den Mus'haf von Abu Bakr, dann kopieren wir ihn und geben sie ihn dir zurück. Und das hat er dann gemacht. Er hat diesen Mus'haf genommen, hat ihn kopiert, mehrmals kopiert und hat ihn in die verschiedenen Regionen der islamischen Welt geschickt. Und Uthman hat eine Kommission ein Komitee von 12 Sahaba eingesetzt, ja, von 12 Leuten eingesetzt. Und sie haben diese verschiedenen Exemplare geschrieben. Es war nicht also einer, der geschrieben hat, sondern zig Leute. Und diese Leute waren sich einig in allem, was der Koran angeht. Das ist sehr wichtig zu wissen, liebe Geschwister. Sie waren sich einig über die Anzahl der Suren, über die Reihenfolge der Suren. Sie waren sich einig über alles, was den Koran angeht, aufzuschreiben. Bis auf ein einziges Wort. Das einzige Wort ist das Wort Tabut. Zaid sagte, ich sagte Tabu. Aban sagte Tabut. Im Arabischen gibt es etwas, nennt man am Ende das Wort Tamarbuta. Richtig? Beispiel dafür, Zakah. Manche Leute sagen Zakah mit H am Ende. Manche sagen Zakat. Richtig? Sehr schön. Die Frage ist, wie sollst du das aufschreiben? Mit Ta oder mit H? Okay. Die einen sagten, und das gilt jetzt für das Wort Tabut. Die einen sagten Tabut, die anderen sagten Tabu. Mit H und anderen mit Ta. Und Uthman hat ihnen eine Regel, hat ihnen gesagt, guck mal, wenn ihr euch uneinig seid beim Schreiben, dann schreibt es so auf, wie die Quraysh es aussprechen. Und die Quraysh sprechen es, der Stamm des Propheten, ja? Die Quraysh sprechen es mit Ta aus. Tabut, Zakat, Rahmat, Hidayat, okay, und so weiter. Und das war das einzige Wort. Welche Auswirkung hat es auf die Aussprache? Gar nicht. Es geht nur um die Rechtschreibung. Es geht nur darum, wie schreiben wir es auf, damit wir den Koran fixieren schriftlich. Nachher liest jeder, so wie er gelernt hat, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das war die einzige Stelle. Also, muss man sich vorstellen, also der Koran hat 604 Seiten, 114 Suren, zigtausend Wörter und man ist sich einig über alles. Nur über einen einzigen Buchstaben aus einem Wort. Uthman radiallahu anhu hat den Mus'haf in 4 Gegenden gesandt. Das gilt zweifellos. Nach Mekka, einen nach Kufa, einen Koran nach Damaskus und einen Koran nach Basra, auch im Irak. 2 in den Irak, einen nach Großsyrien, einen nach Mekka. Das gilt yani, bei allen Ulama. Alle Ulama haben gesagt, das ist so passiert. Dann gibt es einen privaten Mus'haf, den Uthman bei sich selbst hatte. Den gab es auch zweifellos richtigerweise. Warum? Weil wir wissen aus der Geschichte, Uthman radiallahu anhu wurde ermordet. Wir wissen, Uthman wurde ermordet radiallahu in seinem eigenen Haus, während er den Koran am Lesen war, in seinem privaten Exemplar. Weil das kennen wir aus der Geschichte, deswegen wissen wir, also sind es 5 Koran-Exemplare, die damals angefertigt worden sind. Dann gab es einen Koran, den er den Medinensern zur Verfügung gestellt hat. Er hat in die Moschee in Medina einen Koran gelegt und den Leuten gesagt, wenn ihr euch uneinig seid über das Lesen des Koran, haltet euch an diesen Imam. Deswegen nannte man diese Mus'hafs, die Uthman gemacht hat, Imam-Mus'hafs. Ja. Also waren es auf jeden Fall, wie viele? Sind schon mal 6, richtig? So, und dann gibt es
Historiker, die sagen, er hat noch andere geschickt in andere Gegenden, aber über die haben wir keine Informationen. Also tut nicht so viel zur Sache, wissen nichts Wirkliches dafür. Ich überspringe das mal, um Zeit zu sparen. Jetzt machen wir einen Sprung 1400 Jahre später. Was wir wissen wollen ist jetzt, wo sind denn diese ganzen Mushafs hin? In der heutigen Zeit gibt es verschiedene Exemplare vom Koran al-Karim, Handschriften von damals, von denen man sagt, sie seien von Uthman radiallahu ta'ala an. Und ich habe euch hier eine Auflistung gemacht von den berühmtesten Manuskripten, die heutzutage bewahrt sind in Museen. Die meisten davon sind nicht komplett. Muss man wissen, also über 1400 Jahre hat eigentlich nichts überlebt. Komplett. Aber der eine hat fast alles überlebt, der andere hat zwei Drittel überlebt, der andere sind nur ein paar Fetzen und so weiter. Wir finden diese, die Zeit reicht nicht aus, dass wir all diese Sachen uns anschauen, aber wir möchten inshallah ta'ala im Laufe der nächsten paar Minuten uns das erste dieser Exemplare genauer anschauen, und zwar dasjenige in Topkapı, Saray, in Istanbul, im dortigen Museum, ist ein Exemplar, das einmal im Jahr, im Ramadan, den Leuten gezeigt wird, geöffnet wird, dass sie sehen können. Und das ist ein Exemplar, das gesagt wird, das sei das persönliche Exemplar von Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu gewesen, oder sei es gewesen. Und das ist das, was ich euch hier mitgebracht habe. Als Buchform wurde also das gesamte Exemplar gescannt und untersucht und sozusagen digitalisiert, sodass man jetzt nicht ins Museum unbedingt gehen muss, um das zu haben. Ich glaube, das Licht nimmt das von dann. Wenn man heutzutage so ein altes Manuskript findet, dann ist natürlich immer interessant zu wissen, aus welcher Epoche stammt das. Und das macht man fest, natürlich wird das Papier untersucht, unter anderem durch die Radiocarbon-Methode. Dann guckt man die Handschrift an, um das einzuordnen, weil man weiß ja, man hat viele historische Sachen. Von dem, was man weiß, kann man rückschließen auf das, was man nicht weiß. Ja, wenn ich Handschriften habe aus einer bestimmten Epoche, viele, die gesichert sind, dann kann ich von denen schließen auf etwas, was ich nicht weiß. Und auf die diakritische Zeichen. Im Arabischen macht man diese ganzen Vokale, Fatha, Dhamma, Kasra, was wir im Deutschen als ganze Buchstaben haben. Im Arabischen nennt man das diakritische Zeichen. Und diese, wenn die zum Beispiel da sind, dann weiß man, dass das Exemplar sehr neu ist. Wenn es nicht da ist, dann weiß man, dass es älter ist. Warum? Weil die arabische Schrift hat sich entwickelt. Früher hat man keine Punkte geschrieben, früher hat man keine Dhamma geschrieben, keine Kasra geschrieben, keine Shadda geschrieben, keine Hamza geschrieben. Diese ganzen Sachen hat man nicht gemacht. Früher waren Ha, Jim und Kha sahen alle gleich aus, Ein und Rein sahen gleich aus, Saad und Daad sahen gleich aus und so weiter und so. Das heißt, man kann aus der Schrift schon einiges entnehmen. Und das Manuskript aus Topkapı Saray ist untersucht worden vom Professor Dr. Tayyar Altıkulaç. Er hat das aufs Genaueste untersucht, und wir möchten uns diese Ergebnisse der Untersuchung ein bisschen genauer anschauen. Erst ein paar Eigenschaften zum Exemplar selbst. Es wurde irgendwann einmal nach Istanbul transportiert, nämlich im Jahr 1226. Man weiß nicht, vorher war es in Kairo, man weiß nicht, woher es gekommen ist. Die Geschichte davon ist unbekannt. Das ist die Referenz im Museum Istanbul. Es wird auf Gazellenleder geschrieben, beinhaltet 408 Seiten. Jede Seite ist 32 x 40 cm groß. Und das Buch ist 11 cm dick. Es hat meistens 18 Zeilen, aber nicht durchgängig. Und das Besondere an dem Exemplar ist, es fehlen nur zwei Seiten aus diesem Exemplar.
Ansonsten ist es vollständig. Das heißt, 23 Ayat fehlen aus diesem Exemplar nur. Unsere Frage ist natürlich, ist das tatsächlich ein Exemplar von Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, oder von einem anderen Sahabi? Diejenigen Exemplare der Sahaba, die wir am besten kennen, sind die von Uthman, radiallahu anhu. Bei der Untersuchung stellen wir fest, wir haben etwas über 20 Rechtschreibfehler in diesem Mushaf. Hört sich vielleicht im ersten Augenblick viel an, aber Mujahid, rahimahullah ta'ala, sagte, das müsste heißen 230.000 ungefähr, aber du hast ungefähr 230.000 Buchstaben, hat er gezählt im Koran. Das ist eine Fehlerquote von 0,000625. Yani verschwindend gering. Das bedeutet, du brauchst eigentlich aus der Zeit damals nur eine zweite Koran-Exemplar, ein zweites, wo diese Fehler nicht drin sind, sag es halt. Der Koran ist bewahrt 100%. Sogar diese Stellen sind eigentlich eindeutig. Also das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, man erkennt, dass ein Fehler auch wirklich ein Fehler ist. Wie zum Beispiel ein Schreiber schreibt ein Wort, kommt am Ende der Zeile und dann schreibt er in der nächsten Zeile weiter und vergisst, dass er am Ende der Zeile schon am Anfang des Wortes geschrieben hat. Und dann kommt es doppelt vor. Wie in diesem Fall. Hier steht, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Das ist aus Surat Al-A'raf. Und das Wa kommt hier zweimal vor. Hier ist Ende der Ayah, und steht Wa, nochmal Wa. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Tamam? Das heißt, hier sehen wir, und dann hier auch hier, وَلَا, irgendwas hat er hier gemacht, das wissen wir nicht, was das eigentlich sein soll, wie ein Alef und ein, vielleicht ein Nun, Allahu A'lam. Und dann kommt hier أَنْفُسَهُمْ. وَلَا أَنْفُسَهُمْ. Hier hat er, war wahrscheinlich ein bisschen müde beim Schreiben, hat gleich zwei Fehler reingepackt in die gleichen Stellen. Tamam? Weil das ist auch eine Besonderheit der arabischen Schrift damals. Man hat einfach Ende der Zeile das reingepackt, was noch passte, und dann hat man einfach weitergeschrieben. Tayyib. Haben wir noch mehr Rechtschreibfehler? Ja, zum Beispiel, er schreibt am Ende der Seite ein Wort und dann schlägt er um und dann schreibt er das Wort nochmal, weil er vergessen hat, dass er es schon mal geschrieben hat. Und das Beispiel ist hier. Das gesamte Buch übrigens ist so aufgebaut, nach einer Einführung, dass jede einzelne Seite ist gescannt. Jede Zeile ist nummeriert und daneben auf der gegenüberliegenden Seite ist geschrieben, was dort geschrieben steht. Buchstabe für Buchstabe. Genau was rechts steht links. Wenn dort rechts ein Fehler ist, der links auch ein Fehler. Wenn rechts ein Buchstabe falsch ist, der Buchstabe links auch falsch. Wenn rechts ein Buchstabe nicht zu lesen ist, ist er links punktiert. Die Punkt. Ist ein bisschen klein, das ist vielleicht leider zu erkennen jetzt hier und da. Aber ich will nur darauf hinweisen, hier das Wort steht Kulu, das Wort Kulu, und wenn wir, das Wort Kulu steht hier unten, ganz unten links im Manuskript, und wenn wir die Seite umschlagen, finden wir wieder das Wort Kulu hier und auch hier oben wieder das Wort Kulu. Das als Beispiel dafür. Nachbesserungen finden wir auch. Nachbesserungen. وَإِذْ, liest mal mit mir zusammen, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ. Da hat jemand hier das Wort فَوْ vergessen, hat nur قَكُمْ geschrieben, und das Wort فَوْ hat er oben hinzugefügt, als Korrektur, als Nachbesserung. Tamam? Wenn es die gleiche Schrift ist, die gleiche Tinte ist, dann war es wohl der Autor. Wenn nicht, dann hat es irgendjemand später hinzugefügt und korrigiert. Das sind Nachbesserungen. Manche Leute, wenn sie einen Koran in die Hand bekommen haben, haben ihn an ihre Lesart angepasst, den Koran zu lesen. Ich gebe euch ein Beispiel daraus. Lest doch dieses Wort hier steht, wasari'u. Wasari'u. So, jetzt schauen wir uns mal hier. Hier steht wasari'u. Wenn man genau schaut, sieht man, dieses Wow ist hinzugefügt. Das ist nicht die gleiche Schrift wie der Rest. Eigentlich steht das Sari'u. Und das ist auch die Lesart von Nafi' und Ibn Amr und Abu Ja'far, rahimahumullah ta'ala. Und sie haben alle gelesen Sari'u. Und wir nach unserer Lesart sagen Wasari'u.
Aber beides sind authentische Lesart über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, das Exemplar ist eigentlich richtig, aber derjenige, der es bekommen hat, hat es angepasst an seine eigene Lesart. Auch das finden wir hier. Zusammengefasst, liebe Geschwister, das ist eine sehr, sehr wertvolle Tabelle. Das ist eigentlich sozusagen meiner Meinung nach eine der wertvollsten Sachen im ganzen Buch. Warum? Weil hier hat der Professor Tayyar, Gott bewahre ihn, hat hier die verschiedenen, also wir wissen, dass die Sahaba, als sie den Koran al-Karim vervielfacht haben, einen nach Basra geschickt haben, nach Kufa geschickt haben, nach die verschiedenen Länder reingeschickt haben, wir wissen, wie sie welches Wort wo geschrieben haben. Und dann hat er diese Stellen verglichen mit dem Mushaf im Topkapi Museum, um herauszufinden, welches Exemplar der uthmanischen Mushafs ist diesem Mushaf am ähnlichsten. Und das einfaches Beispiel, liebe Geschwister, ein Beispiel. Gucken wir uns diese Zeile an aus Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla sagte: "Wawassa biha Ibrahimu banihi." Das Wort "wawassa" in der Lesart von Nafi', waren wir Warsch-Leute unter uns, "wawassa", richtig? "Wawassa", er ist nicht "wawassa", er ist "wawassa", tamam? Also lesen wir im Mushaf von Medina, das ist, weil Imam Warsch hat bei Nafi' gelesen, Nafi' war aus Medina, hat er hier "wawassa" gelesen. Im Mushaf von Mekka ist es "wawassa". In Kufa auch "wawassa". In Basra ist "wawassa". In Ascham, in Großsyrien "wawassa", außer, auch "außer". Und im Mushaf von Topkapi ist es "außer". Ah, also wie bei Medina und Ascham. Okay? Und das hat er jetzt gemacht mit allen anderen Stellen, die unterschiedlich geschrieben worden sind, aus dem Koran al-Karim. Und dann kommt er zum Ergebnis. Erstmal das Ergebnis eines, gucken wir uns zwar nächstes direkt an, sparen uns die Zeit. Da kommt bei uns zum Ergebnis. Das Bild hier oben ist übrigens eine Kopie des Mushafs im Topkapi Museum. Man hat das 1:1 kopiert, Originalgröße, und als Buch nachgedruckt. Kostet um die $3,500. Dieses Exemplar insgesamt unterscheidet sich bei den 44 untersuchten Stellen um 5 Stellen vom Mushaf in Medina. Das heißt nicht, dass es falsch ist, nicht verstehen, das ist nicht falsch. Es unterscheidet sich in der Rechtschreibung von dem, was in Medina geschrieben wird, nur an 5 Stellen. 19 Stellen in Makkah, 23 in Kufa, 17 in Basra, 15 in Aschan. Also ist dieser Mushaf historisch am ähnlichsten wie dem aus Medina. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses eine Abschrift ist von einem Mushaf aus Medina, vielleicht eine Abschrift von dem Mushaf, den Uthman radiallahu ta'ala persönlich hatte, oder eine Abschrift von dem Mushaf, den Uthman für die Medinenser in die Moschee gelegt hat, oder die Abschrift einer Abschrift. Diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß. Anhand der Art und Weise, wie bestimmte Punkte, wie wir gleich sehen werden, gesetzt worden sind, können wir auch sehen, dass dieser Mushaf stimmt nicht überein, stimmt mit keiner einzigen heute uns authentisch überlieferten Lesart des Koran als Ganzes überein, sondern manchmal stimmt es mit dem einen überein, manchmal stimmt es mit dem anderen ein. Ich überspringe diesen Punkt, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Hier sehen wir zum Beispiel einen weiteren Ausschnitt. Seht ihr diese roten Punkte? Könnt ihr euch vorstellen, was diese roten Punkte bedeuten? Diese roten Punkte ist eine Einführung von Abul Aswad al-Du'ali, rahimahullah, der gestorben ist 69 nach Hijra. Das ist wichtig, weil das heißt für uns automatisch schon, dieser Mushaf kann nicht jünger sein als der. Richtig? Das ist für die Datierung wichtig. Diese Punkte, diese roten Punkte, sind die erste Version der Fatha, Dhamma und Kasra. Das heißt, wenn du einen Punkt oben siehst, dann hast du eine Fatha. Wenn du einen Punkt unten drunter siehst, dann hast du eine Kasra. Und wenn du einen Punkt daneben siehst, dann hast du eine Dhamma. Das war damals die erste Version, wie man das gemacht hat. 5er und 10er Zeichen sieht man ebenfalls. Hier, dieser Kreis ist immer nach 5 Ayat. Und dieser größere Kreis ist nach 10 Ayat.
Das bedeutet für uns auch, es kann kein Mushaf gewesen sein von Uthman radiallahu anhu, weil wir wissen, dass die uthmanischen Masahif von diesem Khalifa radiallahu anhu, dass die frei waren von Punkten und frei waren von Zeichen und frei waren auch von Namen. Also zum Beispiel, diese Sura ist mekkanisch, diese Sura ist medinensisch, diese Sura heißt so, diese Sura heißt so. Was man teilweise hier findet, nämlich bei der Fatiha und Surat al-Baqarah. دخل وقت طيب تستمر ان شاء الله ده ما خشنا من ساعه 10 دقائق ربع ساعه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ein Auto, FZA751, steht irgendwo falsch, barakallahu fikum. Frankfurt ZA751, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wir kommen zum Endspurt, inshallah. Ich wollte euch nur an dieser Stelle zeigen, hier hat der Autor
nach 100 Versen so einen Kasten gemacht und reingeschrieben Mi'a auf Arabisch. 100, hier ist ein 100 vorbei. Und hier hat er das geschrieben Mi'atain. Das heißt, hier sind 200 Verse vorbei. Das ist eine Information, die ist für uns gut zu wissen, weil das ist immer ein Grund zur Annahme, dass es nicht eines der allerersten Mushafs gewesen ist. Weil wir gesagt haben, wir wissen, dass die Sahabe, radiallahu anhum, der Prophet hat ihnen am Anfang verboten, etwas anderes zu schreiben als den Koran, damit er gerade nicht vermischt wird mit etwas anderem. Deswegen haben sie auf jeden Fall das also nur aufgeschrieben, ohne irgendetwas hinzuzufügen. Weder Zeichen, noch haben sie, radiallahu anhum, Namen reingeschrieben von den Suren, noch haben sie die Zahlen reingeschrieben. Sie haben einfach nur den Korantext aufgeschrieben, ohne etwas anderes. Zur zeitlichen Datierung kommen die Wissenschaftler zum Ergebnis, dass sie sagen, dieses Exemplar muss etwa Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts entstanden worden sein. Ende des ersten Jahrhunderts, liebe Geschwister, bedeutet für uns konkret, dass es aus der Zeit sein kann von entweder Sahaba oder von Tabi'in, Leute, die Sahaba radiallahu anhum getroffen haben. Für aus dieser Zeit muss dieser Mushaf in etwa gewesen sein. Aber es kann nicht sein, dass es jetzt eins der von Uthman war. Warum? Aus verschiedenen Gründen, die wir bereits alle erwähnt haben. Unter anderem Uthman radiallahu anhum ist 30 nach Hijra gestorben. Und Entschuldigung, 35 nach Hijra gestorben. Und diese Exemplare wurden zwischen 30 und 35 in etwa angefertigt. Und Abul Aswad Du'ali zum Beispiel war viel später. Natürlich kann es sein, dass alte Ausgaben genommen werden und Sachen hinzugefügt werden. Das passiert auch. Aber wenn man erkennt, dass es vom ursprünglichen Schreiber war, dann kann man das eher dann ausschließen. Hier wollte ich euch nur zeigen, dass die arabische Schrift, die Gelehrten, die Historiker, einige bevorzugen die Ansicht, dass es aus Nabatäa ursprünglich übernommen worden ist, die Schrift in Nabatäa, aus dem Gebiet des heutigen Libanons. Und hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel aus der alten Schrift, wie sie damals war, etwa 250 nach Christus. Und hier oben ist die alte Schrift, hier unten ist, so, wie es gelesen wird. Und das ist die Übersetzung in die arabische Sprache. Nur als Vergleich, wo die arabische Schrift kam. Und anhand der Schrift kann man, wie gesagt, in etwa datieren. Es ist man findet auch heutzutage Gravierungen in Felsen, man findet Briefe, alte Sachen, man findet Gravierungen in was weiß ich alles. Einige Jahrhunderte später sah das schon ein bisschen anders aus, wie ihr sehen könnt. Ja? Das heißt hier, Ba'da Mafsadi Khaybar. Ja? Und hier oben, wo weiß ich das? Ja, weil es hier unten nicht geschrieben steht. Ja? Hier steht derjenige, der es geschrieben hat, in welchem Jahr. Und zwar, ich sagte hier 462, das war jetzt falsch, hätte ich das ja übernehmen sollen, weil er sagt ja, wann das geschrieben hat. Auf jeden Fall, er sagt, ich habe es geschrieben, nachdem die Stadt Khaybar zugrunde gegangen ist. So, jetzt muss man nachher ausrechnen, wann das gewesen ist, dann weiß man das ja. Auf jeden Fall, hier sehen wir, dass diese Schrift schon viel näher ist an dem, was wir heute als Arabisch sehen. Das ist zum Beispiel eines der ältesten Exemplare überhaupt, könnte sogar das älteste sein überhaupt, was wir haben. Allah weiß am besten Bescheid. Das ist im Museum des Vatikan aufbewahrt. Das kann man sich digital anschauen. Also man kann auf die Webseite gehen und dann diese ganzen Seiten, die sind alle gescannt, kann man sich das durchklicken. Aber unter dieser Nummer, die ich gefunden habe, da sind ist gemischt. Das hat anscheinend noch keiner so gut geordnet oder untersucht. Aber hier sehen wir, das ist eine sehr alte kufische Schrift, die schräg geschrieben worden ist. Und manche Historiker sagen, diese schräge Schrift ist älter als das, was wir vorhin gesehen haben. Ja, das wäre auch ein Hinweis auf das Alter. Und hier ist, was ist geschrieben, etwas aus dem Koran. Und hier ist dazu die heutige Schrift, wie wir es lesen würden. Und die Lücken natürlich sind in Klammern geschrieben. Hier haben wir auch ein sehr, sehr altes Exemplar.
aus dem britischen Museum, dass man sich auch, dass auch etwas schief geschrieben wird, eine kufische alte Schrift, und das kann man sich auch online anschauen, der Nummer 2165 im britischen Museum, aber online kann man sich das alles anschauen. Und man kann nur sagen, es gibt noch wirklich sehr viel zu entdecken. Es gibt sehr viele alte Manuskripte, sowohl Koran-Exemplare als auch andere Exemplare, die teilweise noch gar nicht untersucht worden sind, deren sich noch niemand gewidmet hat. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Besonders in Deutschland gibt es viele Sachen. Ihr müsst euch vorstellen, erst im Jahr 2014 ist ein, so wie aus dem Nichts, ein Manuskript aufgetaucht in Tübingen, das auch mittlerweile vom Professor Tayyar auch untersucht worden ist und herausgegeben worden ist, auf die gleiche Art und Weise wie in diesem Buch. Und das scheint auch eines der sehr alten aus dem ersten Jahrhundert gewesen zu sein. Und es, müsst ihr euch vorstellen, es ist ja nicht so relevant, ob das jetzt Uthman geschrieben hat oder Abdullah ibn Mas'ud geschrieben hat oder ein anderer Sahabi geschrieben hat. Das ist so alt, das sind, wir gehen 1300 Jahre ungefähr zurück und wir sehen haargenau den gleichen Koran. Also wir haben nicht einmal unterschiedliche Reihenfolgen der Suren. Dass eine zum Beispiel mit Surat al-Baqarah nach der Fatiha anfängt und dann Surat al-Nisa. Nein, alle haben Baqarah, dann haben sie Al-Imran, dann Nisa, diese alten bekannten Exemplare, und die Reihenfolge der Ayat ist die gleiche, die Anzahl der, oder die Wörter sind die gleichen. Unterschiedlich sind manchmal, wie ich gesagt habe, die Rechtschreibung, was aber keine Auswirkung hat auf die letztendliche Aussprache. Das ist also, wie gesagt, ein höchst interessantes Gebiet, und da sieht man mich mit einem mit diesem nachgemachten Exemplar von dem Mushaf aus dem Topkapi Saray Museum in Originalgröße abfotografiert, und der man das Gefühl hat, wie gesagt, man kehrt 1350 Jahre zurück und sieht haargenau das, was die Sahaba radiallahu anhum niedergeschrieben haben, ebenfalls, und wir erkennen die Genauigkeit, in der unsere Imame, unsere Lehrer, die Ulama, rahimahumullah ta'ala, den Koran beliefert haben. Alles das, was ich sage, bezieht sich übrigens nur, und damit möchte ich abschließen, bezieht sich ja nur auf Koran-Exemplare. Aber ansonsten, wie ihr wisst, der Koran Karim wird zusätzlich mündlich überliefert, und zusätzlich wird er überliefert in wirklich unzähligen anderen Büchern. Also schlag mal ein Tafsirbuch auf, findest du Koranverse. Schlag mal ein Fiqhbuch auf, findest du Koranverse. Schlag mal ein Buch über arabische Sprache auf, findest du Koranverse. Das ist alles unabhängig, es wird auch überliefert, und überall ist der gleiche Koran. Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jalla diesen Koran für uns bewahrt hat. Bleibt nur für uns, dass wir uns an diesem Koran festhalten, nach ihm handeln, an ihn glauben, ihn verbreiten, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir darin die Heilung suchen für unsere Herzen. Möge Allah tabaraka ta'ala uns durch diesen Koran erhöhen und nicht durch diesen Koran erniedrigen. Möge Allah azza wa jall diesen Koran für uns zu einer Fürsprache machen, yawm al-qiyamah. Möge Allah tabaraka ta'ala uns durch diesen Koran um Rangstufen erhöhen lassen, sodass wir am Tag der Auferstehung erst bei der Aya enden, die wir als letzte auswendig gelernt haben. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.